Meine sehr verehrten Damen und Herren, kann es sinnvoll sein, Unsinn zu unterrichten? Um diese Frage sinnvoll zu beantworten, muss ich kurz ein wenig ausholen. Starten wir mit einer einfachen Frage. Was ist das unbeliebteste Unterrichtsfach? Die Antwort lautet Physik, und zwar mit Abstand. Ich darf das kurz grafisch darstellen. Wir haben hier die relative Beliebtheit eines Unterrichtsfachs wie Sport. Ja, kann man verstehen, ist gar nicht so unbeliebt. Ist auch sehr dicht gefolgt von anderen Fächern, sogar von Hauptfächern, wie beispielsweise Englisch. Und wir haben sehr viele andere Unterrichtsfächer, die etwa ex aequo davon mitgehen, Deutsch, Geschichte, Geografie, die allesamt gar nicht unbeliebt sind. Vergleicht man damit die Physik, die haben wir hier unten. Dieser Zustand, dass die Physik derartig unbeliebt ist, hat sehr weitreichende Konsequenzen. Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment dazu. Stellen wir uns vor, der kleine Stefan Opwegeser, ich vor ein paar Jahren, im ersten Semester Physikstudium, wie es sich gehört, sehr fleißig unterwegs, jeden Tag auf einer Party. Naja, nicht im Hörsaal. Also seien wir uns ehrlich, Hörsaal, erstes Semester, passt etwa so gut zusammen wie, sagen wir, Eiswürfel und Höllenfeuer. Also, auf besagter Party treffe ich eine recht hübsche Frau, komme mit ihr ins Gespräch, tue so, als ob mich irgendwas von ihrem Philosophiestudium interessieren würde. Und als wir so im Gespräch sind, kommt dann irgendwann von ihr so die Gretchenfrage, was studierst du denn eigentlich? Ich antworte mit Physik, bam, und dann passiert's, ja. 6 Jahre frustrierender, langweiliger Physikunterricht. Man sieht es ihr an den Augen an, sie steht vor mir und antwortet mit, oh, interessant. Aber auch nur deswegen, weil diese Dame höflich sein wollte, ja. Meistens bekommt man eine Antwort zurück wie, wie kann man nur. So oder so, ob höflich oder unhöflich, das Ergebnis ist dasselbe. Man sieht besagte Dame 10 Minuten später irgendwo in einer Ecke mit einem Wirtschaftler rumschmusen. Ist nicht nur mir so ergangen. Das Ganze hat dazu geführt, dass der gesamte Jahrgang 2009 der Uni Innsbruck beim Ausgehen konsequent behauptet hat, wir würden Medizin studieren. Das funktioniert wesentlich besser. Sollten Sie mir nicht glauben, fragen Sie bitte meine Frau. Sie sitzt dort oben in der vorletzten Reihe. Physik ist offenbar sehr unbeliebt. Ziel ist es nun also von jedem Fachdidaktiker, von jeder Lehrerin und jedem Lehrer, diesen Zustand zu ändern, damit die Physik wieder interessanter wird. Wie macht man das? Die Fachdidaktik schlägt uns dazu vor, bitte verwendet Inhalte, die die Schülerinnen und Schüler interessieren. Sie geben uns dafür auch Vorschläge, zum Beispiel das Weltall. Was sind Galaxien, was sind Sterne, wie weit sind sie entfernt? Gesellschaftliches, Dinge, die mit Wissenschaft zu tun haben, über die man reden kann. Atomkraft, sollen wir die verwenden, sollen wir nicht, sollen wir Schafe klonen? Und ein dritter Punkt, weil es gerade zu meiner Argumentation passt, das Übersinnliche. Schülerinnen und Schüler wollen wissen, kann man mit Geistern kommunizieren, können Hexen tatsächlich zaubern? Das stimmt wirklich, das erfinde ich jetzt hier nicht. Und das Ganze soll man bitte noch kombinieren mit einem Alltagsbezug. Alltagsbezug heißt in diesem Zusammenhang nicht, der kleine Georg steht am Schulhof, wirft einen Ball mit 38 Grad, einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde. Wie weit fliegt der Ball? Das ist kein Alltagsbezug, selbst wenn in der Schule ein Kind namens Georg sitzt. Denn was macht Georg? 3 Meter. Niemand berechnet so etwas. Mit Alltagsbezug, die Fachdidaktiker nennen das Physik im Kontext, meinen wir, wir nehmen ein Gerät wie das hier und bestimmen anhand von diesem Gerät, ein Bumerang, alle möglichen physikalischen Themen. Dynamischer Auftrieb steckt da zum Beispiel drin, das Ding ist geformt wie ein Flugzeugflügel und man braucht keinen Ausflug ins Technische Museum, sondern es genügen etwa diese 2,50 Euro und die Schüler können tatsächlich damit spielen. Das bleibt ihnen in Erinnerung und sie können sich auch später noch wesentlich länger an diese Effekte erinnern, die man auf diese Weise dargestellt hat. Fassen wir also zusammen. Alltagsbezug, Übersinnliches, Weltall, das alles führt uns zur Astrologie. Bleibt nur noch die Frage, steckt in der Astrologie irgendwo auch ein wissenschaftlicher Inhalt? Ja, natürlich nichts Sinnvolles davon, aber eben etwas Unsinniges und zwar in der Form von ein zunehmender Mond steht im Sternzeichen des Schützen, des Widders, vollkommen wurscht. Für mich als Pseudo-Astrologe sage ich Ihnen, zunehmender Mond, Sie werden alle ein Gewicht zulegen. Die Astrologie ist in diesem Zusammenhang ein guter Kontext, um den Schülerinnen und Schülern einfach klarzumachen, die wissenschaftlichen Hintergründe, die dahinter stecken, und auf diese Art sie an einem Interesse zu erwischen, um ihnen das nahezubringen. Ziel meiner Forschung ist es nun, herauszufinden, welche astrologischen Inhalte die Schüler tatsächlich interessiert und was ihnen egal ist. Über was wollen sie überhaupt diskutieren und was lehnen sie von vornherein völlig ab?
Noch einmal mit dem Ziel herauszufinden, was das ist, um den Physikunterricht interessanter zu machen, damit es spannender wird, um auf diese Art eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern auf die Uni zu bringen. Und aber auch, und das muss ich zugeben, damit zukünftige Erstsemesterstudenten der Physik nicht mehr behaupten müssen, sie seien Mediziner, um Frauen kennenzulernen. Danke.